So, meine Damen und Herren, ich darf euch zu einem neuen Gameplay hier in unserem Kanal begrüßen. Und zwar würde ich das hier eine kleine Ownage mit Mr. 21 zusammen nennen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es die Map Nuketown. Ich habe wie nahezu immer meine AUG dabei und als Perks auch die Standard Perks für mich. Und zwar mit kugelsichere Weste, Flinkheit und der Taktikmaske. Ich bin mir nicht sicher, was in der Pro-Version ist, aber das könnt ihr nachher schauen, wenn ich mal drauf gehe, was eigentlich recht spät passieren wird, weil ich mit einem 40:1, glaube ich, vorne weggehe. Aber das werdet ihr, wie gerade eben schon gesagt, nachher sehen. Meine Abschussserien sind ziemlich typisch für Nuketown, und zwar Napalm, Donnergrollen und Chopper. Napalm und Donnergrollen aus dem Grund, da man mit dem Napalm die ganze Map eigentlich bedecken kann. Ich glaube, Napalm wirft 15 Bomben ab und diese 15 Bomben reichen eigentlich aus, um die komplette Map zu bedecken. Somit kann man dem Gegner den Weg abschneiden. Und natürlich auf Nuketown, durch das es eigentlich nur drei Wege, links, rechts und Mitte gibt, kann man ja schön viele Kills abstauben. Das Donnergrollen killt ja eigentlich jeden auf der gesamten Map, bis auf eben an drei Stellen. Einmal die Stelle hier hinter dem Auto, wo ich momentan gerade liege. Dann an beiden Spawns hinten noch einmal ein kleiner Punkt, wo man nicht gezogen wird. Aber das ist eine andere Sache, die kann ich auch in vielleicht ein Taktik-Special oder sowas, sofern Interesse besteht, mal zeigen. Und der Chopper-Gunner, ist natürlich auf Nuketown auch ziemlich geil. Ich mache hier in dem Gameplay, glaube ich, um die 50 Kills mit dem Chopper-Gunner. Ich habe natürlich das Glück, dass der nicht runtergeholt wird und das ist natürlich von großem Vorteil. Ja, jetzt zu dem Commentary. Also das Commentary habe ich schon mal gemacht. Bloß ist das Commentary, was ich schon mal gemacht habe, eigentlich unzumutbar. Denn ich war an einem Geburtstag von einem Star oder von zwei Star-Clan-Membern und wir haben ziemlich übel viel getrunken und somit ist das Commentary wirklich unzumutbar. Und daraufhin habe ich es zwar nicht gelöscht, aber ich habe es mal in den Ordner Müll verschoben. Ich habe es zwar noch übrig und sofern ihr Bock habt, das zu hören, kann ich das mal irgendwann vielleicht als kleines Abo-Special oder sonst irgendwas uploaden, wenn ihr wirklich Lust drauf habt, wenn ihr euch das antun wollt. Ich kann euch gleich sagen, dass es ja recht witzig ist, aber das ist was anderes. Ja, hier bin ich kurz vor meinem Chopper, deswegen verhalte ich mich jetzt auch ein bisschen defensiver und schaue einfach, dass ich nicht irgendwie einen unnötigen Death kassiere. Das hier ist natürlich, was ich jetzt mache, ziemlich riskant, aber er hat schlechte Reaktion und damit habe ich meinen Chopper. Ja, was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich schon den ganzen Tag einen Ohrwurm habe aus einer Skype-Konfi. Und zwar werdet ihr es vielleicht mitbekommen haben, wenn ihr Infected abonniert habt, dass er einfach ein bisschen Lust hat auf eine Skype-Konfi mit Abonnenten. Da bin ich eben auch reingejoint. Und dann hat er in seiner, ich glaube in seinem letzten oder vorletzten Editing, hat er eben das Lied Oh No You Didn't reingebracht. Und seitdem habe ich das die ganze Zeit im Ohr und es geht mir einfach nicht mehr raus. Und ja, heute in der Schule auch die ganze Zeit, also ziemlich nervend in dem Sinn, aber das gehört, glaube ich, mal dazu. Und auch noch ein riesiges Dankeschön an Infected, denn er hat auf seiner Facebook-Page uns verlinkt. Ich poste nachher auch seine Facebook-Page, damit ihr bei ihm Gefällt mir drücken könnt. Und noch rein in die Videobeschreibung und auch natürlich seinen neuen Kanal oder seine beiden Kanäle, Energy Editing und Infected Edits. Ja, die poste ich euch hier unten rein, dann könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen und eventuell noch ein oder zwei Abos da lassen. Und wie schon eben gesagt, vielen, vielen Dank für das Verlinken. Und die Skype-Konfi war echt witzig, hat richtig Spaß gemacht. Die ganzen Leute, wir waren zwar glaube ich nur 5 oder 6, aber es hat gereicht und wir hatten es witzig und es war ein schöner Ausgang zum Abend. Ja, vor ein paar Tagen habe ich wieder angefangen Modern Warfare 2 zu spielen. Es macht mir natürlich wieder riesig Spaß, in dem Sinne, ich habe es seit dem 15. November, also seit dem Release von Black Ops, eigentlich nicht mehr angerührt. Jetzt habe ich eben vor ein paar Tagen wieder angefangen, weil keiner von unserem Clan on war. Natürlich auch gut. Versuch's es einfach mal, weil Black Ops habe ich momentan nicht wirklich die Lust, alleine zu spielen. Und dann habe ich eben Modern Warfare 2 angefangen. Natürlich kotzen die ganzen Tuber, G18 Noobs, AA12 und alles drum und dran richtig an. Aber ich denke, darüber kann man hinwegsehen. Und wenn man sie dominiert, dann ist das Ganze auch kein Problem. Das Einzige, was es bei MW2 immer noch gibt, zwar nicht mehr so viel wie früher, aber es gibt es immer noch massig, sind eben diese Cheater. Ich war gerade in der ersten Lobby, wo ich reingekommen bin, gleich mal schön einen Aimbot da drin gehabt, also wirklich nicht so besonders toll. Und auch andauernd Wallhacker und alles drum und dran. Aber ich hoffe, die werden irgendwie gebannt oder sie bereifen irgendwann, dass es einfach keinen Sinn macht. Ich verstehe einfach nicht, was soll der Spaß an Cheaten sein? Du nervst einfach nur die anderen Spieler, das ist kein Skill. Wenn du ein höheres Level haben willst, dann hol dir einen Level-Hack. Damit machst du dir irgendwie selbst, natürlich hackst du in dem Sinn schon, aber du nervst keine anderen Spieler damit und ja, es kotzt mich einfach an. Zudem ist, finde ich jetzt mal, also ist meine Meinung zu Black Ops und Modern Warfare 2,
ist einfach das Gameplay deutlich schneller. Also das bei Modern Warfare 2, das kommt mir deutlich schneller vor, wie das bei Black Ops. Denn ich weiß nicht, ob es von den Maps her, natürlich Nuketown ist immer ziemlich krass, wie hier jetzt gerade, hier geht es ziemlich ab. Aber ja, es gibt eigentlich alle Maps sind ein bisschen variiert, okay, in beiden Black Ops und MW2. Aber die Spielweise und alles drum und dran ist deutlich schneller bei Modern Warfare 2, so ist jedenfalls meine Meinung. Ich werde auch die nächsten Tage mal versuchen, einen Live-Commentary zu machen, aber da weiß ich immer noch nicht, wie es aussieht, denn ich habe das Problem mit Fraps und ich habe nur einen Dual-Core mit 3 GHz und ja, das ist halt nicht so besonders toll, wenn es dann andauernd laggt und dann du wieder einen unnötigen Death kassierst und alles drum und dran. Ist natürlich recht nervend. Und ich versuche es eben Live-Commentary hinzukriegen, aber ich kann es euch nicht versprechen und ich kann euch nicht versprechen, dass es die nächsten Tage kommen wird. Es kann sein, dass es erst in 2, 3 Wochen kommt, wie auch immer. Ich weiß halt nicht, was ich hinkriege und wie oft ich Modern Warfare 2 oder sonst irgendwas zocken werde. Ich hatte zudem auch noch ein kleines anderes Problem und zwar war mein PC defekt. Beim Booten hat er sich einfach aufgehangen. Ich habe Windows 7, vielleicht kennt ihr es. Ich habe eben, da gibt es ja diese vier Zeichen, also die vier Farben von Windows 7, wenn die zusammenlaufen, die ergeben ja dann später das Windows-Zeichen. Und bei mir haben sie sich einfach aufgehangen und es waren einfach nur 4 Pixel und das war es dann, also 4 Farbkleckse und dann ging nichts mehr weiter. Und ich habe eben eigentlich alles probiert und ich habe es einfach nicht rausgekriegt. Da habe ich eben meinen Vater, der mitunter auch IT-Techniker ist, habe ich das mal in die Hand gedrückt, hier, mach mal. Dann hat er sich da 3, 4 Tage drum gekümmert, hat alles angeschaut, bis auf die Idee kam, wir könnten ihn vielleicht mal ausputzen. Jetzt war irgendein Slot eben voll mit Staub, hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können. Aber das haben wir eben ziemlich spät gemerkt. Jetzt läuft der PC endgültig wieder einwandfrei. Und ich hoffe, das wird auch länger so bleiben. Denn ich habe keine Lust wieder. Ich habe, glaube ich, eben die 5 Tage und dann war ich noch 2 Tage weg. Also ungefähr eine Woche habe ich nicht gezockt. Und das ist natürlich schon ziemlich böse. Ja, ich bin jetzt so oder so allgemein noch im Gameplay-Rückstand. Denn ich sollte irgendwie mal wieder gescheite Gameplays hinkriegen. Momentan verkacke ich einfach nur noch. Ich habe manchmal wirklich nach 1 oder 2 Games habe ich einfach keinen Bock mehr. Weil es mich einfach zu arg ankotzt. Ich hoffe, das bessert sich noch, damit ich euch wieder Gameplays liefern könnt, kann. Und eben noch eine Frage, was wollt ihr sehen? Also wollt ihr eher Black Ops oder Modern Warfare 2? Aber bei Modern Warfare 2, wie gerade eben schon angesprochen, ist halt das Problem, dass ich schlecht aufnehmen kann. Und somit dann halt die Stats wahrscheinlich auch nicht so die übertriebenen Stats sind. Zudem noch eine andere Frage, wenn ihr Modern Warfare 2 wollt, wollt ihr dann irgendwie New Gameplays sehen oder wollt ihr einfach nur hohe Stats oder irgendwie auch so ein kleines Taktik-Special nochmal, so wie das Tomahawk? Wie auch immer, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht oder sonst irgendwas. Ich denke, wir werden es uns alle anschauen und versuchen dann eben eure Wünsche irgendwie nachzukommen und das Ganze dann durchzumachen. Ah, und noch zu dem Geburtstag eben von den Starclimbern, was mir auch eingefallen ist. Und zwar ein Tipp, wenn ihr irgendwo saufen wart, dann guckt keine Bilder von der Partys an. Den Fehler habe ich gestern gemacht und ich weiß nicht, was da abging, aber es war ziemlich, ziemlich witzig. Und ja, manche Bilder will man einfach nicht sehen. Natürlich ein Großteil ist eben, wie gerade eben schon gesagt, ziemlich witzig, aber der andere Teil, naja, darauf könnte man eher mal verzichten. Denn, ja, egal, ich lasse es einfach. Ihr könnt es euch selbst denken. Ja, dann zu eben Modern Warfare 2. Da habe ich es auch noch so gemacht, dass ich das Alter Ivenet drauf geklatscht habe. Und zwar habe ich jetzt eben das Alter Ivenet und das normale. Ich spiele einmal hier und mal da. Ein Großteil von unserem Clan hat auf das Alter Ivenet umgestellt. Und dann zocke ich mit denen. Manchmal zocke ich eben auch alleine. Oder mit dem anderen Teil vom Clan, im normalen. Und so wechselt sich das andauernd ab. Jetzt habe ich eben nur noch gedacht, gut, du könntest vielleicht so einen kleinen Vergleich zwischen Alter Ivenet und dem normalen machen. Also beim Alter Ivenet gibt es deutlich weniger Cheater, also sehe ich so, wie beim normalen. Zudem sind weniger Noobs unterwegs. Natürlich sind Noobs immer was Tolles, die man schön wegpowen kann mit so richtigen Bomben-Starts und alles. Aber mit der Zeit kotzt es halt an, wenn man da einfach in einem Zug durchrusht und die ganze Zeit Stats von 55-1, 55-2 und sonst was hat. Das nervt natürlich auf Dauer schon, wenn man in dem Sinn keine Gegner hat. Die einzigsten Gegner sind meistens Cheater oder sonst irgendwas. Okay, natürlich gibt es auch normale, die einem das Wasser reichen können. Aber ja, es gibt eben deutlich weniger Noobs wie auf dem normalen. Was ich auch richtig geil finde, sind die Dedicated Server, also mit so einer Serverlist. Und zwar kann man da eben wie hier bei Black Ops eben einfach frei auswählen, ja, ich will auf den und den Server. Einen kleinen Nachteil hat das alte IW-Netz, und zwar wenn man in eine Gruppe zusammenzocken will, dann muss man erst raus aus dem Game, muss dann eben in die Konsole, die dort offen ist, muss man rein und in der Konsole selbst dann muss man eben Connect und dann die IP von dem Kollegen eingeben. Dann joint man zwar, aber ich habe oft das Problem, dass schwerwiegender DirectX-Fehler kommt
Und dann kann es schon 3 oder 4 Versuche dauern, bis das Game dann endgültig läuft. Es nervt zwar ein bisschen, aber wenn man Alter Ewi nicht zockt, muss man damit leben. Was auch noch ein eigentlich ziemlich großer Vorteil ist, für mich momentan zwar noch nicht, aber es gibt alle Maps. Und zwar, ich habe die Maps eben, ich kenne sie nicht wirklich. Und ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich habe, glaube ich, erst Vakant gespielt und sonst noch gar nichts. Und wie gerade eben schon gesagt, daran muss ich mich gewöhnen, muss sie kennenlernen. Und dann werde ich schauen, ob ich irgendwie ein gescheites Gameplay, vielleicht sogar auf den neuen Maps, vielleicht eines meiner ersten sogar, und dann am besten gleich noch aufnehmen, wie auch immer, muss ich schauen, was dabei rauskommt. Ja, jetzt habe ich auch so einen kleinen Vergleich für euch, oder habe ich mal vor, und zwar von den Killstreaks von Modern Warfare 2 und Black Ops. Also natürlich kennt ihr alle Killstreaks, deswegen werde ich da nicht genauer drauf eingehen. Aber was mir bei Black Ops eigentlich in dem Sinn fehlt, ist einmal irgendwie so in der Form der Harrier und der Payflow. Der B-52, den ich gerade eben erhalten habe, ist ja eigentlich sozusagen nur der Ersatz für den Stealth Bomber. Aber ja, eben der Jet mit dem Luftschlag, der danach noch ein bisschen mit seinem MG rumballert, das fehlt mir einfach irgendwie ein bisschen. Zudem fehlt mir auch der Payflow. Aber sonst eigentlich alles mehr oder weniger das gleiche oder eben nicht mehr das gleiche, sondern einfach was, was rausgelassen wurde. Und zwar eben der EMP oder, ja, heißt der EMP, die EMP, das EMP, keine Ahnung, der EMP, sag ich einfach mal. Ja, ich finde ihn eigentlich nahezu unnötig, vor allem eine 15er Abschlussserie für sowas finde ich nicht wirklich ganz angemessen. Während ich hier gerade meinen zweiten Chopper-Gunner kriege. Oder dritten, zweiten, ist ja auch egal. Also die AC-130 finde ich eigentlich unnötig, finde ich gut, dass die nicht dabei ist. Und bei Black Ops sieht es halt einfach so aus, dass ich die SR-71 wirklich mein favorisiertes Ding. Ich liebe sie eigentlich über alles. Denn eine 8er Abschlussserie ist auf jeden Fall angemessen für das Abschussseriensystem von Black Ops, denn man muss ja eben jeden Kill selbst machen, nicht so wie bei Modern Warfare 2. Und damit sehe ich es einfach so, dass das 8er Abschussserien-Ding wirklich angemessen ist für so eine Sache. Und natürlich mit der 8er DSR, den 9er Chopper, hat man eigentlich nahezu, wenn es nicht irgendwie bitter läuft, gleich danach auch den Chopper Gunner. Dann das Gunship, ich habe es zwar nicht wirklich oft dabei, ich habe es ab und zu mal dabei. Es ist natürlich echt ziemlich krass, durch das, dass man es selbst steuern kann, aber ein bisschen blöd finde ich, dass man den Werfer nicht wirklich direkt ausweichen kann. Eben auf Nukedown ist es recht oft so, nicht immer, habt ihr jetzt in dem Gameplay gesehen, dass die ganzen Helikopter eigentlich nahezu sofort runtergeholt werden. Hier hatte ich das Glück, dass sie es nicht gemacht haben oder ich sie rechtzeitig gezogen habe. Und das Gunship auf Jungle macht so nicht mal ganz die Tür, oder die Türe, oder bis du schießen kannst, die Türe macht der Chopper Gun auf, wie hier jetzt gerade. Bis du schießen kannst, da wirst du schon, hörst du dieses Piepsen und wirst schon beschossen. Also ist das Ganze echt ein bisschen blöd. Dann die Hunde sind natürlich auch relativ neu. Und zwar sind die, glaube ich, auch, oder was ist relativ neu? Sie sind aus Modern Warfare 1, also COD 5 sollte das sein, sind sie, glaube ich. Sie wurden zwar ein bisschen umgeändert, und zwar sind die Hunde dort, glaube ich, auf eine Zeit ausgeblieben. Hier bleiben sie, soweit ich richtig informiert bin, bis sie alle tot sind. Und ja, aber eine 11er Abschlussserie für die Hunde, die auch ziemlich schnell tot sind. Ich glaube, man braucht 7 oder 8 Kugeln. Und das ist eindeutig zu schnell, das ist eine ältere Abschlussserie nicht so ganz wert, also meines Erachtens nach. Deswegen nehme ich lieber die Drohne, die SR-71 und den Chopper Gunner mit. Hab damit eigentlich ziemlich viel Erfolg, unterstütze oder support eben mein Team. Und ja, hier geht das Game gleich zu Ende. Wenn ich es richtig sehe, ich sehe es leider gerade nicht wirklich in Sony Vegas, weil es recht klein ist. Ich glaube, es ist ein 120:14 und Mr. 21, also Phil, hat 1:72:20 oder sowas. Könnt ihr ja gleich selbst nachschauen. Also wirklich ein Gameplay, was ziemlich übel abgegangen ist von uns. Wir gewinnen auch mit, also flawless kann man es nennen, zu 0. Und ja, ich hoffe, das Kommentar hat euch gefallen. Klickt auf die Links in der Beschreibung und schaut mal wieder rein. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und sagt uns, was ihr noch sehen wollt. Und wir hören uns dann beim nächsten Kommentar. Also, ciao! Hier bin ich doch nochmal, denn ich hätte es fast vergessen. Ich muss mich nochmal bei Martin bedanken, der uns ein neues Intro für die What the Fuck Episoden gemacht hat. Ich werde ihn auch nochmal verlinken. Und schaut doch mal bei den What the Fuck Episoden und bei ihm auf dem Kanal vorbei. Danke!